Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Steinzeit. Ich habe heute ein Thema ausgewählt, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist kein leichtes Thema, das ist schwere Kost, aber wir müssen drüber sprechen. Und dazu habe ich eingeladen den Filmemacher Frieder Wagner. Hallo. Herr Wagner, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und dass Sie auch mit Ihrer Arbeit über das Thema so vorangehen. Wir sprechen heute über eine Geißel der Menschheit, das den wenigsten Menschen eigentlich so wirklich bewusst ist. Es geht um Depleted Uranium. Es geht um eine Art von Munition, die schon seit vielen Jahren eingesetzt wird, und über die Folgen und die Konsequenzen und die eigentliche Ursache von diesem ganzen Problem, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und Sie selber haben sich diesem Thema als Filmemacher schon viele Jahre angenommen. Zu Ihnen persönlich zuerst mal: Sie sind jahrzehntelang Filmemacher gewesen, auch für öffentlich-rechtliche Anstalten. Sie haben Filme gemacht, Dokumentationen. Das war Ihr Metier im Endeffekt, ja? Ja, ich habe als Kameramann angefangen. Und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, reicht das einem nicht mehr, nur Kamera zu machen. Das war, glaube ich, in den frühen 80er, 81, 82, habe ich gesagt, so, ich will jetzt auch mal selber einen Film machen. Und das war am Anfang nicht ganz einfach, weil natürlich die Redakteure sagen, Mensch, das ist ein guter Kameramann. Wenn jetzt jeder gute Kameramann Filme machen will, wo kommen wir denn dahin? Also es war eben wichtig, erst jemanden zu überzeugen. Das ist mir dann Gott sei Dank sehr schnell gelungen. Und am Ende muss ich sagen, wir hatten auch Glück. Unsere Filme wurden immer gut in der Presse besprochen. Und deshalb konnte man sich eben gut bewegen und konnte eben auch zum Teil kritische, in erster Linie damals sozialkritische Filme, aber auch kritische Filme um verschwundene Deutsche in der argentinischen Diktatur und sowas vorschlagen. Also ich habe immer Themen geliebt, die eben sonst etwas zu kurz kommen. Und dann haben Sie sich diesem Thema der Uranmunition angenommen. Das war dann Anfang, wann war das, Anfang der 2000er oder? Also das war, ich habe einen hervorragenden Artikel im damaligen noch hochkritischen Spiegel 2001 gelesen, von dem hervorragenden Redakteur Sigismund von Ilsemann. Unter dem Titel Tödlicher Staub hat er in der Ausgabe Nummer 3 und 4 im Spiegel auf etwa 12 Seiten, also doch ganz schön viel, ja. Ganz schön viel, ja, sehr aufklärend, manches eben noch nicht zu beweisen, aber er hat also Scharping hart rangenommen, und das hat mich interessiert, weil ich gesagt habe, wenn man das jetzt noch visualisieren könnte, dann könnte man eben das viel stärker in die Wohnzimmer bringen. Weil ich habe daran gedacht, der Vietnamkrieg ist ja entschieden worden, oder dass die Amerikaner da Schluss gemacht haben, weil damals eben noch Reporter, damals noch mit 16mm Film, eben an der Front berichtet haben und diese Frontbilder eben direkt in die Wohnzimmer gebracht haben. Und deshalb gibt es eben heute, wenn ein Krieg im Irak oder sonst wo in Libyen stattfindet, gibt es nur Embedded Journalists. Das heißt, sie werden nur dahin geführt, wo es denjenigen genehm ist, dass man darüber Bilder macht. Die Eingebetteten. Ja. Im Bett mit den anderen, ja. Also das heißt, damals haben Sie dann aufgrund von diesem Artikel angefangen selber mit der Recherche und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das hier ein äußerst heißes Eisen ist, nehme ich mal an. Ja, ich habe das dann vorgeschlagen bei der Story im WDR. Bin da auch auf offene Ohren gestoßen. Ich war erstaunt, dass das relativ einfach ging. Als die dann aber die Kalkulationen gesehen haben, das bewegte sich damals so um 120.000, 130.000 Mark für eine Sendung, dann hieß es plötzlich, sind nur 60.000 da, ob ich es für 60.000, da sage ich, nee, da müssen wir eben, wenn der WDR das alleine nicht stemmen kann, müssen wir einen Co-Produzenten finden, also den NDR, den Südwestrundfunk, den Bayerischen Rundfunk oder so weiter. Aber keiner wollte plötzlich. Ah, ja. Und dann ist es mir aber gelungen, die Filmpool
in München zu interessieren. Das ist eigentlich eine Gesellschaft, die die Zweitverwertung macht, also versucht, solche Themen, die interessant sind, ins Ausland zu verkaufen. Und die hatten damals eine gute Strategie gefahren, dass sie ziemliche Gewinne eingefahren haben und sich dann auch an Produktionen beteiligt haben. Okay. Und die habe ich auf Tipp eines Kollegen in der Kölner Südstadt angeschrieben. Und die waren hellauf begeistert und haben mir dann letztendlich 20.000 noch dazugegeben. Und so konnte ich dann den Film aufs eigenes Risiko, das Restliche hat unsere Produktion dann getragen, weil wir immer daran gedacht haben, wenn wir Zweitverwertung über DVD und so weiter, die entsprechenden Rechte habe ich mir gesichert. Und so ist es eben gelungen, den Film letztendlich doch zu produzieren. Was war dann die Resonanz auf Ihren Film? Also die Resonanz war, ich war es ja eigentlich gewöhnt, dass meine Themen, die ja oft investigativ und kritisch waren, in erster Linie damals noch sehr sozialkritisch, herumgereicht wurden in allen dritten Programmen der ARD. Und so gibt es Filme, die eben 9, 12 Mal wiederholt wurden. Und das hatte ich eigentlich bei diesen Themen, bei diesem Thema Uranmunition und die Folgen auch erwartet. Mhm. Erstaunlicherweise kam nichts nach. Mhm. Und selbst als ich dann auf der Ökomedia 2004 im Herbst für diesen Film, der hieß damals Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra, europäischen Fernsehpreis bekommen habe, hat mir das auch nicht geholfen. Mhm. Und in der Verzweiflung bin ich dann zu einem Redakteur, der war damals Chef der Außenpolitik, gegangen und habe ihm gesagt, Harry, Mensch, wir haben so viele Filme zusammen gemacht, warum kriege ich hier beim WDR nichts mehr unter, auch beim ZDF nicht. Ne? Alles nur ablehnen, überall schweigen. Mhm. Ja, und dann atmete er so tief durch und kramte erst in seiner Schublade und ich merkte, da wird aber jetzt was kommen. Und dann atmete er tief durch, lehnte sich zurück und sagte, Frieda, einer muss es dir ja endlich mal sagen. Du giltst im Haus, und damit meint er den WDR, inzwischen als schwierig. Aber was besonders gravierend ist, dass deine Themen, die du vorschlägst, die sind schwierig. Mhm. Mehr wage ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Okay. Das heißt also, Sie haben da irgendwie so ist es geblieben. In ein Wespennest reingestochen, ja, mit dem, ja, Thema. Ich habe seit der Zeit, das wissen Sie ja, kein Thema mehr untergebracht. Da haben Sie das gleiche Schicksal wie ein Kollege von Ihnen, der Gerhard Wisniewski. Den habe ich auch schon mal bei mir in der Sendung gehabt, damals noch bei Nextworld. Der hat damals auch mit dem WDR einen Film gemacht, 2003, über 9/11. Gleiches Resultat. Ich habe das damals sehr verfolgt. Ja, gleiches Resultat. Seitdem keine Aufträge mehr. Ja, aber... das war ja eine ganz heiße Geschichte und das war auch eine schmierige Geschichte, muss ich sagen. Soweit ich informiert war, hat Wisniewski früher ein Buch gemacht mit dem damaligen Redakteur, zusammen, von dem er dann den Auftrag bekommen hat. Mhm. Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls, die hatten ein gemeinsames Buch herausgegeben, das gut gelaufen ist. Darüber haben sie ein bisschen Streit gegeben. Und als Versöhnungsgeste wollte der WDR-Redakteur dem Wisniewski ein Thema zuschanzen. Der hatte ja inzwischen ein Buch geschrieben über 9/11 und hat gesagt, kannst du das nicht filmisch realisieren? Dann hat Wisniewski gesagt, ich bin ein Autor, ich bin kein Filmemacher. Kriegst du dazu? Er bekam ja dann auch einen Regisseur. Mhm. Und dann haben sie ein Exposé geschrieben. Und dieses Exposé wurde abgenommen vom WDR, okay, von diesem Redakteur, dessen Namen ich nicht nenne, und seinem Chef. Ja. Ja? Dann wurde der Film gedreht. Der Film ist ja ein heißes Thema gewesen. Das war 2003, zwei Jahre danach. Ja, der Film wurde dann von den Juristen des WDR natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Und abgenommen. Mhm. Und dann wurde der juristisch auf Herz und Nieren geprüfte Film gesendet. Und nach der Sendung bekommt Wisniewski und der zuständige Regisseur praktisch Hausverbot. Mhm.
Ist das nicht merkwürdig? Da hätte man doch fragen müssen als Intendant, Moment mal, wer hat denn den Film überhaupt gebracht? Mhm. Welcher Redakteur? Nämlich die zwei Redakteure, wo ich jetzt den Namen nicht nennen will. Mhm. Ja? Okay. Die wären verantwortlich gewesen. Die konnte man aber nicht feuern. Ja, also musste ein Redakteur muss ja seine Sekretärin umbringen oder vergewaltigen, damit er gefeuert werden kann. Mhm. Aber wegen sowas wollte man keinen Redakteur feuern. Okay. Das hätte ja Aufsehen erregt. Aber zu behaupten, Wischnewski hat also Material zurückgehalten, das also beweist, dass alles in Ordnung war mit 9/11, ja, so hat man das gedreht. Okay, dann, okay. Ne? Und hat gesagt, er hätte Material zurückgehalten, hat aber das so und so nur gezeigt. Und deshalb wollte der WDR mit dem Mann nichts mehr zu tun haben, praktisch Hausverbot. Also so weit sind sie bei mir nicht gegangen. Ich kann immer noch in den WDR gehen, ich kann ins Archiv gehen, ich habe kein Hausverbot. Okay. Das haben sie sich nicht getraut. Gehen wir mal aufs Thema speziell. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen so über die Internas in den Medien reden und was kann man anpassen und was nicht. Aber wir haben ja ein Thema uns ausgepickt, das wirklich bizarr ist. Also wir sprechen hier von einer Munition, die mit einer speziellen Art von Material bestückt wird. Und zwar ist das abgereichertes Uran. Was ist das Besondere an dieser Munition und warum wird die von der Waffenlobby so gern gesehen? Also abgereichertes Uran entsteht, wenn man für Atomreaktoren Uran aufbereitet. Das heißt, man muss es so aufbereiten, dass es eben diesen Reaktor antreiben kann. Und bei diesem Prozess aus Natururan wird das geschaffen, entsteht ein riesiger Abfall, fast 90% ist Abfall, was man eben nicht verwenden kann, weil man dort eben das Uran, das man verwenden kann und das man dann aufladen kann für den Reaktorgebrauch, herausnimmt. Und es bleibt übrig dieses sogenannte abgereicherte Uran. Mhm. Und dieses abgereicherte Uran hat dann plötzlich jemand entdeckt, dass wenn man, das ist sehr schwer, fast doppelt so schwer wie Blei, das ja schon bei der Belagerung von Wien, also von den Türken, verwendet wurde als Bleikugeln, ja, mhm, um die Mauern zu zerstören. Wenn man aus diesem abgereicherten Uran einen spitzen Stab formt und ihn meinetwegen als Munition beschleunigt, ja, dann geht er durch einen Panzer oder durch einen Bunker hindurch wie ein heißes Messer durch Butter. Gleichzeitig, und das ist für die Militärwissenschaftler eben das Hervorragende, entsteht beim Durchdringen durch den Panzer ein Abrieb. Und der Abrieb entzündet sich bei der Reibungshitze von 3000 bis 5000 Grad explosionsartig. Ah, das heißt, sie brauchen keinen zusätzlichen Sprengstoff, denn dieses explosionsartig verbrennende Uran, abgereicherte Uran, das sprengt den Panzer, die Soldaten verglühen und sie können mit einem relativ, weil das ja Uranabfall, das schmeißt eben die Betreiber der Atomkraftwerke hinterher. Die geben wahrscheinlich noch Geld dazu, damit die Waffenlobby ihnen das abnimmt. Ach so, also vom technischen Prinzip her, aufgrund der hohen Dichte, aufgrund der hohen Masse, richtig, hat es eine unheimlich hohe Energie beim Impact. Richtig. Und gleichzeitig ist noch dieses Uran, das dann so viel Energie in Form von einer Explosion explosionsartig verbrennt. Also ist quasi die zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja. Ja. Geht schneller rein in den Panzer und explodiert auch noch. Es spitzt sich sogar. Also die Bundeswehr hat diese Waffe ja nicht. Sie haben eben, und da muss man sich fragen, warum hat sie diese Waffe nicht? Weil natürlich die Verantwortlichen erkannt haben, wie hochgefährlich das für die Soldaten sein kann. Mhm. Ne? Mhm. Verwenden wir Wolfram. Wolfram hat aber den Nachteil, dass es zwar in den Panzer reingeht, ja, und auch verbrennt, aber es geht nicht mehr raus, weil es sich abstumpft. Ah, ja. Wolfram ist zu weich. Mhm. Während abgereichertes Uran, wenn Sie geschickt drei Panzer hintereinander stellen, dann können Sie mit einem Geschoss diese drei Panzer durchbohren, treffen und außer Gefecht setzen. Okay. Weil sich das durch die Reibung wie ein Bleistift, den man so dreht und zuspitzt, Spitze allerdings. Dieses Geschoss rotiert ja auch, das spitzt sich zu, wenn es Beton oder Stahl durchdringt. Und wird immer spitzer, aber immer dünner.
Irgendwann ist es zu dünn, um noch eine Wirkung auszuüben. Okay, alles klar. Und diese zwei Eigenschaften, das sagen Sie ganz richtig, das sagen die Militärwissenschaft, das ist doch wunderbar. Okay. Und es ist preiswert. Also sehe ich jetzt gerade zwei große Interessensgruppen, die da an diesem Projekt festhalten wollen. Zum einen die Waffenlobby, weil die natürlich sagen, wir haben für relativ wenig Geld ein hocheffektives Mittel für vielleicht ein paar hundert Euro an Schuss oder ein paar Dutzend Euro an Schuss kann ich einen Millionen Euro teuren Panzer ausnocken. Genauso und ist auf es. Der anderen Seite haben wir die Atomlobby, die Atomindustrie, die relativ einfach ihren Abraum entsorgen kann. Weil was, nicht alles, ja, aber viel. Aber viel zumindest, ja. Und jedes Kilo, was man weniger entlagern muss, ist natürlich in der Bilanzsumme. Ja. Okay. Es also gibt weltweit etwa 1,2 Millionen Tonnen abgereichertes Uran. Das reicht für wird viele, täglich mehr, weil eben neue Atomkraftwerke gebraucht, neue Brennstäbe hergestellt werden müssen und das muss irgendwo weg. Okay. Und Sie wissen ja, weltweit gibt es kein funktionierendes Endlager. Okay. Da bläst man es in die Luft. Was sind jetzt dann die Probleme, die dabei entstehen? Bei mir ist natürlich, ich kenne das Thema jetzt natürlich auch schon, aber wenn ich Uran höre, habe ich sofort natürlich auch Radioaktivität im Kopf. Heißt es dann, das Ding strahlt schon vor sich hin, wenn das im Patronengurt drin ist? Also es gibt auch diese Flugzeuge, die kenne ich noch aus meiner Jugend. In Leipheim, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe im Landkreis Dillingen, da war eine Staffel A-10 Kampfflugzeuge stationiert. Und die sind wirklich im Tiefstflug über uns drüber damals. Wir fanden das natürlich toll als Kinder. Und die haben vorne diese ganz große Gatling-Gun, sechs Läufe, mit 30 Millimeter geschossen. Richtig. Und die sind mit diesen Urangeschossen bestückt. Richtig, ja. Hat dann der Wart, der die Maschine belädt, dann auch schon eine gewisse radioaktive Kontamination oder ist es nur, wenn es dann verbrennt? Also ich würde sagen, von dem Geschoss selber, von dem Unverbrauchten, geht keine große Gefahr aus. Mhm. Ja? Da kann ja kein Abrieb entstehen. Wenn Sie das in die Hand nehmen und sich zur Sicherheit meinetwegen hinterher die Hände waschen, bevor Sie essen oder in der Nase popeln würden, kann Ihnen nichts passieren. Okay, ja. Das ist ja ein Alphastrahler und dieser Alphastrahler geht sowieso nur 3-4 Millimeter weit. Aha. Ja? Selbst unsere Haut schützt uns vor der Strahlung. Ah, ja. Okay. Ein Blatt Papier hält diese Strahlung ab. Nur das Problem, wenn ein Geschoss einen Panzer trifft und bei dieser großen Hitze, Reibungshitze von 3000 bis 5000 Grad, verbrennt dieses Uran zu Nanopartikelchen. Mhm. Nanopartikelchen sind 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Und das heißt, das bleibt übrig und geht sozusagen als Gas, als Metallgas in die Luft. Nano ist ja, wie gesagt, 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Mhm. Und wenn Sie das einatmen, dann der Riechkolben hat hier oben eine Schranke, damit eben irgendwelche Stäube nicht ins Gehirn gehen können. Wenn Sie es mit dem Mund aufnehmen, in der Lunge, gibt es sogenannte Fresszellen, die alle Fremdstoffe umhüllen und dann auf natürlichem Weg aus dem Körper ausscheiden. Mhm. Der Nachteil ist nur, diese Fresszellen haben bei der Entwicklung des Menschen nicht gewusst, dass es mal Nanopartikelchen gibt, die radioaktiv sind und hochgiftig. Und haben nicht gelernt, die zu erkennen, weil sie Nano sind. Sie sind so klein, dass sie sie nicht sehen. Ah, das heißt, die Fresszellen suchen darum, sehen die aber nicht und können sie deshalb nicht aufnehmen. Und deshalb kann dieses Nanopartikelchen im Körper, in der Lunge oder wo auch immer, ganz einfach seine schreckliche Arbeit aufnehmen. Es setzt sich irgendwann irgendwo fest und strahlt dann wie eine Sonne mit hoher Energie, zwar nur 2-3 Millimeter weit, auf die Nachbarzellen. Mhm. Und die Nachbarzellen haben kein Stück Papier, um sich zu schützen. Die werden früher oder später, meistens sehr schnell, wegen der hohen Energie der Alphastrahlung, wird das eben als ein Krebs. Mhm. Das heißt, das Einatmen ist das eigentlich Gefährliche dann. Ja, oder mit der Nahrung aufnehmen. Der Staub geht meinetwegen auf den Apfel, sie waschen den Apfel nicht oder nicht genügend, beißen da rein, schlucken es runter und schon haben sie es im Körper, wenn da was drauf ist.
Wir haben einen Bauern im Irak erlebt, der hat aus Basra, das also besonders kontaminiert ist seit diesen beiden Kriegen, ja, im Irak, verkaufte er seine Tomaten und brachte sie von Basra nach Bagdad. Und wir haben ihn gefragt, warum er das macht, das sind ja riesen Transportkosten. Da hat er gesagt, weil ich die Tomaten hier nicht verkaufen kann, weil die Leute wissen, dass die womöglich durch den Staub verseucht sind. Also muss ich die weit weg, also bis Bagdad fahren, um die verkaufen zu können. Ach, weil die da nicht wissen, wo er herkommt. Ja. Die sind aufgeklärt. Ja. Saddam Hussein hat seine Bürger damals über diese furchtbare Waffe aufgeklärt. Die wissen alle Bescheid. Und darum kann der Bauer eben seine Tomaten nicht verkaufen. Er muss sie irgendwohin verkaufen, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Weil die haben kein, wie bei uns üblich, Herstellungsland, wo kommen sie her und so weiter. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ja? In welchen Ländern ist denn diese Munition bisher zum Einsatz gekommen? Also die Waffe ist in allen Kriegen, die die NATO oder die Amerikaner mit der Koalition der Willigen gemacht hat, also in den zwei Irakkriegen 91 und 2003, im Kosovo 99, in Serbien zum gleichen Zeitraum, 2001 in Afghanistan, immer noch in Somalia, werden also mit diesen Drohnen, wenn man irgendwelche Terroristen bekämpfen will, haben die immer ein Geschoss, das zur Sicherheit mit uranhaltig ist, dass es eben auch ein Haus, ein Bunker durchdringen kann. Oder eine Panzerlimousine. Ja. In Libyen auf jeden Fall, um die Panzer, Gaddafi-Panzer zu vernichten, ist das eingesetzt worden, um Munitionsbunker zu vernichten. Wahrscheinlich auch im Libanon. Im Libanon ist es sogar bewiesen durch norwegische Wissenschaftler. Mhm. Und ich befürchte auch in Gaza, wenn ich mir also die Bilder der letzten Eingreifens der Israelis sehe, dann sind das, wenn ich mich erinnere an das zerstörte Köln, ja, da waren immer noch Mauern und Schornsteine standen und so. Das sind die typischen Zweite Weltkriegsbilder. Aber wenn Sie eben die Bilder jetzt in Gaza gesehen haben, da ist alles platt, da war nichts mehr. Ne? Sie haben den Film ja schon vor einigen Jahren rausgebracht und die ganzen Dokumentationen bezüglich der Probleme, die es da gibt, die gesundheitlichen Auswirkungen auf Land und Menschen haben Sie ja gut dokumentiert. Warum ist denn dann bisher noch keiner von den Kriegsherren vor ein internationales Kriegsgericht gestellt worden? Eine gute Frage. Es hängt wohl damit zusammen, dass also derjenige, der die hauptsächlich einsetzt, also die Vereinigten Staaten, die USA, erkennen ja Den Haag nicht an. So wollen sie schon ihre Soldaten und ihre Offiziere mal schützen. Aber man könnte natürlich, deshalb könnte man eben nicht Bush, Vater und Sohn für die Irakkriege nicht vor so ein Gericht bringen. Mhm. Ne, man könnte auch Clinton nicht wegen dem Kosovo-Krieg vor ein Gericht bringen. Aber man könnte natürlich Blair und andere, die Chirac zum Beispiel, Frankreich, als Verantwortliche bei den Franzosen für den Einsatz, die könnte man schon mal ausprobieren, ob das funktioniert in der Haag. Aber da traut man sich scheinbar nicht. Das ist so, ja, das deutsche Sprichwort, ja, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Da müsste doch aber dann Greenpeace, der World Wildlife Fund oder die UNO, die müssten doch dann da im Endeffekt auch dagegen vorgehen. Das ist erstaunlich, dass ich glaube, zwei, dreimal schon an Greenpeace geschrieben, habe den Film mitgeschickt, Todesstaub und, habe angerufen, aber Greenpeace macht nichts. Das ist also bewiesen. Und da haben also Kleingruppen in Bayern, wo ich in Regensburg, die haben gesagt, wir kündigen unsere Beiträge bei Greenpeace auf, wenn sie nicht den Wagner-Film unterstützen, die Thematik publik machen. Und dann hat man ihnen von Greenpeace Hamburg geantwortet, die Themen, die Greenpeace in Angriff nimmt, die kommen aus USA, gehen dann über Amsterdam und werden an Europa, sprich Deutschland, Hamburg, Greenpeace verteilt. Und die entscheiden, welche Themen genommen werden.
Und so wurde denen Ortsgruppen in Regensburg und Donauwörth und so auch geantwortet. Die Amerikaner, also die Muttergesellschaft in Amerika bei Greenpeace, entscheidet, was wir aufs Tablett bringen. Und da gehört Uranmunition nicht dazu, bis heute nicht. Wäre für mich eine Erklärung. Also, und wie ist es bei der UNO? Also die UNO, da muss ich die UNO in dem Fall in Schutz nehmen. Die UNO hat wiederholt seit 2008, 2010 und 2012 darüber abgestimmt, ob Uranmunition geächtet werden soll. Also Munition und Bomben. Und zuletzt haben am Ende 155 Staaten haben sich dafür, einschließlich die Bundesrepublik Deutschland, dafür ausgesprochen, dass diese Waffe geächtet wird. Es ist aber gescheitert am Veto von 4 Ländern, wobei eins gar nicht vetoberechtigt ist. Und diese 4 Länder sind die USA, Großbritannien, Frankreich und nicht vetoberechtigt, aber dagegen gestimmt, Israel. Das heißt, das sind auch die wichtigsten Länder, die diese Waffe bis heute einsetzen. Besitzen nun diese Waffen etwa 21 Staaten. Die haben sie aber gekauft von diesen Ländern, die sie herstellen. Da gehört Australien dazu, Kanada dazu, Pakistan, Indien. Alle haben diese Waffen. Natürlich auch Russland und China, ist klar. War das die aktuellste Abstimmung? Das war die letzte und aktuellste. Inzwischen war noch eine Vorabstimmung. Und das ist hochinteressant, Ende November, Mitte November war eine Abstimmung. 2014. Jetzt, 2014. Ja, ja, ja. Und die entscheidende Abstimmung ist Anfang Dezember, jetzt noch. Und da hat zum allerersten Mal Deutschland sich der Stimme enthalten. Sozusagen als Kotau, Verbeugung vor dem großen Bruder, USA, der die Waffe noch braucht. Anders ist das nicht zu erklären. Und es ist natürlich empörend von der Coalition to Ban Depleted Uranium in England, in Deutschland, auch in Frankreich, mit wirklich großem Erstaunen aufgenommen worden, dass ein Land wie Deutschland, die immer dafür gestimmt haben, dass diese Waffe geächtet hat, sich plötzlich der Stimme enthalten. Aber das ist die Politik unserer jetzigen Regierung, leider. Was für Konsequenzen haben Sie denn da bei Ihren Dreharbeiten dokumentieren müssen oder dürfen? Sie haben den Film gemacht, Die verstrahlten Kinder von Basra. Was ist Ihnen da vor die Linse gekommen? Mal ganz schonungslos. Nun, also ich hatte ja gewusst, dass der Film laufen soll in der Story, also um 22.30 Uhr bis. Das können also auch noch Jugendliche sehen und deshalb habe ich musste natürlich ein missgebildetes Baby zeigen, aber ich finde, das kann man gerade noch ansehen. Dieses Baby, das in Wind, das hat also so einen Fischmund und Fischaugen, also die Augenlider sieht man gar nicht, das ist so rot umrandet, das ist also eine rötliche Geschwulst, ja, das hat eine hornhautähnliche Haut, das heißt, dieses Baby ist nach 2 Tagen gestorben, weil die Haut gar nicht atmen konnte und das ganze Baby natürlich nicht lebensfähig war. Aber ich habe da einen Blick in die Hölle gemacht, muss ich Ihnen sagen. Also, und habe auch natürlich in meinem Archiv Bilder, die man hätte nicht senden können, weil da sind Babys, die gar nichts Menschliches mehr haben. Das ich habe gelesen, dass die Hebammen in diesen Gegenden Basra, Najaf, Nasiriya, Masai Sharif in Afghanistan, dass die mittlerweile Angst haben, wenn sie zu einer Geburt geholt werden, weil sie eben nicht wissen, welche Art der Deformierung diese Kinder haben. Die es gut haben, die überleben nicht. Das muss man wirklich so sagen. Und ich habe dann eben auch in der Recherche andere Bilder gesehen. Das können sich die allerwenigsten Menschen überhaupt nur vorstellen. Aber in 99 beim NATO-Krieg, beim mittlerweile, was wir ja durch unseren Kanzler wissen, illegalen NATO-Krieg, Ex-Kanzler Schröder, wurde diese Munition auch eingesetzt. Und es gibt immer noch, im Jahre 99 waren es 2000 Menschen, die da unten an Krebs gestorben sind. Mittlerweile sind es, wenn die Zahlen korrekt sind, 22.000 jährlich. Das ist richtig. Wie kommt das? Also
Ich bin zufällig auf eine Untersuchung gestoßen, die ein großes Krankenhaus in Kosovska Mitrovica durchgeführt hat. Die haben vor dem Krieg angefangen, krebskranke Menschen zu untersuchen und die Entwicklung festzuhalten und haben so etwa 30.000 Krebskranke beobachtet, von vor dem Krieg 99 bis 2001 nach dem Krieg. Und das sind die Zahlen, nehmen wir mal Urologie, vor dem Krieg waren Krebskranke etwa 1,8%, die irgendeinen Krebs, Prostata urologisch oder so hatten. Lungenkrebs war 2,6%, ja, vor dem Krieg. Nach dem Krieg 22%. 22% ein Anstieg. In der Urologie von 1,6% auf über 16%. Also entsetzlich hoch. Entsetzlich hoch. Tendenz steigend. Und natürlich Missbildungen bei Kindern. Dann besonders bei Kindern, die einigermaßen normal sind, Gott sei Dank, bricht aber das Immunsystem, also Immunschwäche macht sich bemerkbar. Aber all diese Untersuchungen, die eigentlich zufällig basiert sind, ja, die werden nicht beachtet. Ich meine, ich habe das an die Bundesregierung geschickt, ich habe das an die Verteidigungsministerin geschickt, weil ich dachte, das ist eine Mutter, die hat 7 Kinder, die hat vielleicht mehr Verständnis als die vorhergehenden Verteidigungsminister. Aber die Antwort ist genau dieselbe, die ich schon immer. Also die Frage, die Sie sich da gerade gestellt haben, die habe ich mir auch schon gestellt. Und nachdem ich mitbekommen habe, wie die momentan drauf ist, glaube ich, dass die mit der letzten Abnabelung ihres letzten Kindes auch sämtliche Moral mit abgenabelt hat. Also die, manche bezeichnen sie auch als Kriegsministerin, was ich jetzt auch einfach unterschreiben würde. Ja. Aber gutes Stichwort, Verteidigungsministerium. Sie haben mir gesagt, dass sich schon mehrere Bundeswehrangehörige bei Ihnen gemeldet haben, die gewisse gesundheitliche Probleme haben. Wie ist da der Sachstand? Also der Sachstand ist insofern schwierig, weil die Bundeswehrsoldaten, die sich bei mir gemeldet haben, waren meistens Bundeswehrsoldaten, die im Kosovo waren und Krebs hatten. Und zwar einen Krebs bekommen hat, der sowas von hochaggressiv ist, dass selbst die Onkologen, die diese Menschen und diese Soldaten untersucht haben, sich gewundert haben über die Aggressivität dieser Krebszellen. Also die Geschwindigkeit, mit der ausbreitet. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, ich habe denen natürlich gesagt, ihr müsst sofort eine Knochenstanze machen oder aus dem Rückgrat eine Probe entnehmen, damit man eben sehen kann, durch massenspektroskopische Untersuchung, ist da Uran mit drin. So weit sind wir nie gekommen. Die Leute sind vorher gestorben. Und ich kann Ihnen Geschichten erzählen, die, wenn ich die in einem Spielfilm schreiben würde, die würde niemand glauben. Ein bestimmter Soldat hat an einem großen Berliner Krankenhaus hinterlassen Proben, ja, weil er gesagt hat, seines Körpers, vielleicht findet sich der Stern, der Spiegel und eine große Zeitung bereit, die Proben zu untersuchen. Und dann wird posthum festgestellt, der hatte Krebs, verursacht durch die Auswirkung von Uranmunition. Dann haben wir jemanden gefunden vom Stern, die sind dann dahin gefahren und die haben natürlich gesagt, selbstverständlich, wir teilen die Proben auf, wir geben ihnen einen gewissen Teil und so weiter. Das war auch Ende November, Anfang Dezember vor vielen Jahren. Und dann wurde jemand geschickt, um die Proben eben abzufüllen, zu holen, irgendwie zu verpacken. Und das dauerte eine halbe Stunde, da kam der kreidebleich hoch und sagte, die Proben sind verschwunden. Es gibt keine Proben mehr. Ja. Wir haben keine Erklärung gefunden. Wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, dann würde ich sagen, die Bundeswehr hat sich mit der Witwe in Verbindung gesetzt und hat gesagt, ihr Mann hat ja immer versucht zu beweisen, dass sein Krebs verursacht wurde, weil er von uns Geld haben wollte. Wir geben ihnen eine höhere Rente, also jetzt Theorie, wir geben ihnen eine höhere Rente, dafür geben sie uns die Proben ihres Mannes. Und das Thema ist gegessen. So würde ich das lösen in einem Spielfilm, in einem fiktiven. In einem fiktiven, wohlgemerkt. Fiktiv.
Wie sieht es denn mit Soldaten aus, die aus anderen Ländern auch im Kosovo stationiert waren? Gibt es da auch ähnliche Untersuchungen, ähnliche Vorfälle? Also die interessantesten und gravierendsten Feststellungen, die gemacht worden sind, haben die Italiener gemacht. Die Italiener sind auch unten in Prizren, aber etwas nordwestlich von Prizren stationiert, wo noch mehr gebombt wurde als um Prizren herum mit diesen Uranwaffen. Und von denen, die Italiener haben eben festgestellt, dass 109 ihrer Soldaten nachweislich durch einen Krebs oder durch Blutkrebs gestorben sind, hervorgerufen durch die Auswirkung der Uranmunition. Von diesen 109 haben in Italien 16 Familien geklagt, deren Söhne, Väter eben an Krebs verstorben sind. Und erstaunlicherweise haben alle 16 Familien haben gewonnen. Und der italienische Staat wurde durch Gerichtsurteil verurteilt oder gezwungen, diese Leute, Familien zu entschädigen. Und weil jeder Fall etwas anders ist, wurden diese Familien entschädigt zwischen 200.000 Euro Soforthilfe bis 1,4 Millionen. Und so, sagt man, hat Italien inzwischen 150 Millionen ausgegeben. Und die haben im Endeffekt zugegeben, dass da eine gigantische Gefährdung entsteht. Ja, da muss man aber, um das zu verstehen, die Italiener haben kein einziges Atomkraftwerk. Die haben nie gewollt, die wollten mit dieser Technologie nichts zu tun haben. Mit anderen Worten, die haben ein viel kritischeres Bewusstsein, Strahlung, Radioaktivität gegenüber, als wir Deutsche zum Beispiel oder gar die Japaner. Ne? Und daher kommt das eben, und es hat Prodi, der mal kurz Ministerpräsident war, der hat es hinterlassen, dass er 180 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, als Rückhalt für solche Entschädigungszahlungen und 150 Millionen zusätzlich, um ein Institut zu gründen, dass das näher untersuchen soll, diese Krankheit und diese Verursachung und so weiter und so weiter. Und erstaunlicherweise scheint Berlusconi, der dann wieder nach ihm kam, ja, hat das Geld stehen lassen, und deshalb konnten die überhaupt so schnell reagieren und zahlen. Glauben Sie, dass Aber das beeindruckt unsere Regierung in keiner Weise, auch nicht unsere Verteidigungsministerin. Gibt es überhaupt kein Bewusstsein dafür? Nein, die behaupten, dass es jede Menge Untersuchungen gibt. Nein, die behaupten ganz einfach, dass es sei bis heute überhaupt noch nicht bewiesen, dass ein Zusammenhang besteht bei Soldaten zwischen Erkrankung an Krebs und Uranmunition als Verursacher. Das leugnen sie. Sie behaupten ganz einfach, das gibt es nicht. Obwohl es 50 hervorragende Studien gibt, die dokumentiert sind, die man nachlesen kann. Auch Untersuchungen von amerikanischen Militärwissenschaftlern, die eindeutig beweisen, dass dadurch Krebs entstehen kann oder Leukämie und dass das Immunsystem zusammenbricht und, und. Ich habe vor vielen Jahren, auch während meiner eigenen Militärzeit, über den Krieg im Golfkrieg 91 geredet. Da gab es von 600.000 Soldaten sehr, sehr viele, die krank geworden sind. Und damals hieß es das Golfkriegssyndrom. Richtig. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass es ein Großteil wegen dieser Uranmunition war? Also ich bin ganz sicher, dass da verschiedene Sachen eine Rolle spielen. Das ist ganz klar. Aber ich bin fest davon überzeugt, wie auch viele Wissenschaftler, auch Militärwissenschaftler, gerade amerikanische, dass das Golfkriegssyndrom auch der das als erster untersucht hat, Professor Günther, ja, ist felsenfest davon überzeugt, dass das Golfkriegssyndrom in erster Linie durch Uranmunition erfolgt. Wenn Sie überlegen, da ist in Doha ist ein Riesenlager mit Uranmunition durch einen unglücklichen Zufall explodiert, in Brand geraten. Und das ist ja alles in der Luft.
Das ist alles in der Luft. Natürlich spielen da auch die brennenden Ölquellen, die Saddam Hussein, diese Ruß und so, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber um nochmal auf die Zahl von den von Ihnen genannten über 600.000, die am Krieg 91, wir reden jetzt von 91, da ist es nämlich dokumentiert noch, GIs, die da eingesetzt worden waren, ja, die sind ja mehr oder weniger alle scheinbar gesund nach Hause gekommen. Tote hat es ja nur keine 300 gegeben durch den Krieg. Ja. Aber inzwischen sind von denen 30.000 an merkwürdigen Krankheiten gestorben. 30.000. Und 325.000 GIs von diesen 600.000, ja, sind arbeitsunfähig krank. Und bei dem tollen Gesundheitssystem in Amerika. Dass mindestens 50% durch Uranmunition. Aber das wird nicht näher untersucht. Wir haben ja in dem Film, hat ja unser Dr. Axel Gerdes von der Uni Frankfurt am Main, der Geologe, der unsere ganzen Proben untersucht hat, der hat ja parallel dazu von der, nicht New York Times, aber von einer großen amerikanischen Zeitung, die haben Urinproben genommen von gerade heimgekehrten, aus 2003 Krieg heimgekehrten Soldaten, neun Soldatenproben, Urinproben geschickt. Und dann aus dieser Redaktion noch 3, 4, 5 von Redakteuren, die also gar nicht da waren, eben um den Untersuchenden zu irritieren. Ja. Und er hat eben festgestellt, dass und es muss ja von den Soldatenproben, von den 9, waren 5 verseucht. Das heißt, von 9 heimkehrenden Soldaten, die wahllos ausgesucht wurden, waren 5 kontaminiert. Mehr als die Hälfte. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge an Problemen auf diese Leute zu. Ja. Auch auf unsere Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan waren. Und da waren ja, die haben ja gewechselt im Rhythmus von 6 Monaten. Manche waren auch 2-mal da. Ne? Aber das sind ja weit über 100.000 Mann, die da waren. Ne? Ich meine, ich kenne Fälle, da war der Vater eines Kindes, das ohne Augen geboren wurde, der war 2-mal 6 Monate in Afghanistan. Und da fragt man sich nicht, und das ist ein typisches Zeichen, dass Kinder geboren werden, die scheinbar gesund aussehen, nur keine Augen haben. Das kommt aber auch in der Natur vor, aber nicht 1 zu 1 Million. Aber jetzt werden ständig auch im Irak eben Kinder ohne Augen geboren. Und das ist noch das Harmloseste. Ja. Wie lange ist denn die Halbwertszeit von diesen Präparaten? Ja, das ist natürlich erschreckend. Die Halbwertszeit von abgereichertem Uran beträgt 4,5 Milliarden Jahre. So alt ist unser Sonnensystem. Das bedeutet, wir haben das noch. Und Haager und Genfer Konvention sagt, ja, wenn eine Waffe eingesetzt wird, die nachträglich und ohne Ansehen der Person, ja, noch 10, 100, 1000 Jahre danach schädigen kann, krank machen kann und töten kann, dann ist das absolut verboten und ein Kriegsverbrechen. Aber man unternimmt nichts. Und es gibt also Journalisten, die also klar formuliert haben, die wenigen, die in der Taz und so veröffentlichen konnten oder in der Jungen Welt, die eben klar und deutlich geschrieben haben, unsere Regierung hat eigentlich Angst, oder all diese Regierungen, die diese Waffen sowieso einsetzen, haben Angst vor vielleicht 100.000 Fällen, die es inzwischen gibt, oder mehr, das Doppelte, die eben vielleicht prozessieren könnten und sagen, wir wollen Regressforderungen. Das sind schnell ein paar Milliarden weg. Das heißt, wenn da einer gewinnen würde, würde das eine Lawine auslösen von Folgeprozessen. Ich meine, das tut es ja schon in Italien. Ja. Da lassen sich jetzt viele noch auch untersuchen, weil die natürlich gesehen haben, oh, da gibt es Familien, die betroffen sind, die haben geklagt und haben 1,4 Millionen gekriegt. Ja, das versucht natürlich jetzt alle möglichen. Und davor haben die natürlich auch Angst. Aber ich möchte nicht als Verteidigungsministerin in die Geschichte eingehen, dass ich sowas unterdrückt habe. Und wenn das rauskommt, dann ist sie erledigt. Dann kann sie sich die Nachfolge auf das Kanzleramt sonst wohin schieben. Ne? Ich versuche gerade nachzuvollziehen,
was die Beweggründe dieser ganzen Agiteure sind, also sprich die Waffenindustrie, die Atomindustrie, Geld, ja, das ist natürlich immer die oberste Maxime bei denen auch. Aber wenn die wissen, dass die da eine Waffe im Einsatz haben, die ihre eigenen Enkel und Urenkel und alle Ur der Welt zusammen, ja, so für 4 Milliarden Jahre, also für immer im Endeffekt die Menschheit verstrahlt, halten Sie es nicht auch für wahrscheinlich, dass da noch ganz andere Beweggründe dahinter sind? Also es das, gibt eine, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, ich weiß, aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Es gibt ja, wenn Sie den Film Todesstaub gesehen haben, da gibt es ja den Chemiker Professor Schott, der ja eindeutig, der hat ja aus eigenen Mitteln, hat er 50.000 Euro genommen und hat so und so viel Soldaten genommen, die im Krieg waren, hat deren Chromosomen. Die Urinuntersuchung gibt ja nur einen vagen Hinweis, dass jemand kontaminiert ist. Um es genau zu wissen, muss man eine Chromosomenuntersuchung machen. Und das hat er finanziert. Das wurde an der Uni Bremen mit Fachleuten gemacht. Und da hat man eben festgestellt, wie im Film zum Beispiel, der englische Soldat, da ist eben ganz klar bewiesen, dass seine Chromosomen zerstört sind, dass seine Kinder das auch haben, das heißt, deren Immunsystem ist kaputt, der eine hat zusammengewachsene Fußzehen, gespaltene Ohren, das ist noch harmlos, aber sein Immunsystem, er ist grundsätzlich geschwächt, er spielt gern Fußball, kann aber nur 10 Minuten durchhalten, dann ist er vollkommen groggy. Ich habe den Faden verloren. Das war die Frage. Ich habe gerade selber schon die nächste Frage im Kopf gehabt. Ja, also dass die Menschen, die diese Waffen einsetzen, dass die ein anderes Interesse haben wie nur Geld oder dass die das alles missbilligend in Kauf nehmen, weil die sägen ja selber an dem Ast, auf dem die sitzen. Also ich würde sagen, da spielen zwei Sachen eine Rolle. Die erste Sache ist ganz einfach, dass diese Menschen darüber hinweggehen und sagen, wenn uns sowas passiert, ich lasse mich jedes alle halbe Jahre auf Krebs untersuchen, ich mache eine Blutuntersuchung, ich mache eine Darmspiegelung und, ja. Ich habe Geld, mir dann die größten Spezialisten zu holen und bei Krebs geht es ja um Früherkennung. Und wenn man da Geld keine Rolle spielt, kann man schon sich schützen, dass einem das nicht passiert. Professor Schott allerdings ist der Meinung, und das ist eben der zweite Punkt, dass diese Waffe bewusst eingesetzt worden ist, um, wie er sagte, am Ende hat er gesagt, wenn schon beim Einsatz, was die Briten, das Verteidigungsministerium der Briten zugegeben hat, die haben klar gesagt, formuliert, schon 2001, beim Einsatz von 40 Tonnen Uranmunition, und das ist ja wenig, wird es in einem Gebiet, das dicht besiedelt ist oder relativ dicht, muss man damit rechnen, dass 500.000 an den Folgen sterben. Und deshalb hat Professor Schott gesagt, der Einsatz dieser Waffe ist der Einsatz einer Ausrottungswaffe. Ich habe immer gesagt, zumindest ist es eine Waffe, die Menschen beschäftigt, denn ein Krebskranker bindet, sagen wir mal im Irak, 3-4 Leute, die ihn pflegen und umgeben müssen. Diese, also der Kranke plus die 3-4, sind dann schon zusammen 4 bis 5 Leute, die nicht in den Widerstand gegen irgendwas gehen können. Okay. Und von der Logik her. Und so, es ist eben, wenn man das Wort von Professor Schott ernst nimmt, vielleicht bewusst gewählt, um in solchen Ländern, die das wertvolle Öl haben, möglichst viele zu beseitigen, die eben stören könnten. Das ist wirklich ein heißes Thema. Ich muss mich da innerlich ein bisschen emotional abspalten davon, weil wenn man es zu sehr an sich ranlässt, dann frisst einen das regelrecht auf. Wir haben im Vorgespräch über eine Geschichte gesprochen, die ist in Deutschland hier passiert. Es ging um einen Flugzeugabsturz von einem dieser amerikanischen Kampfflugzeuge, wie ich es vorhin erwähnt habe, von der A-10. Ja. Das war ein Unfall in Remscheid. Können Sie noch mal erklären, was ist damals genau passiert? Also in Remscheid ist am 12. Dezember, jetzt um die Vorweihnachtszeit 1988,
eine A10 abgestürzt. Das heißt, es war ein nebliger Tag, die hatte scheinbar die Orientierung verloren und hat dann, Remscheid ist ja schon bergisches Land, so, hat dann wohl die Bodenhaftung oder übersehen, wie nah er schon am Boden ist und ist dann in den Vorort Hasten von Remscheid-Hasten, in eine Straße gerast, explodiert, die ganze Straße brannte. Ein amerikanisches Kampfflugzeug vom Typ A-10 ist am Mittag über den Remscheider Stadtteil Vieringhausen abgestürzt. Die Maschine hatte Munition an Bord. Aus den Trümmern der Wohnhäuser wurden bisher 5 Tote geborgen. In Remscheid herrscht Katastrophenalarm. Das US-Kampfflugzeug war gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Stadtparks abgestürzt. Das Wrack liegt mitten in einem Wohnhaus. Mehrere Gebäude sind zerstört, sie stehen zum Teil immer noch in Flammen. Feuerwehr, Polizeihundertschaften und sämtliche Rettungsdienste, auch aus den umliegenden Städten, haben Großeinsatz. Sie durchsuchen die Trümmer nach weiteren Opfern des Unglücks. Hier wurden 5 Tote und mehrere Verletzte geborgen. Doch berichten die Rettungsmannschaften von einer großen Zahl von Leichenteilen, sodass mit noch mehr Todesopfern gerechnet werden muss. Nach dem Absturz explodierten Teile der Bordmunition. Der in England stationierte Jagdbomber war auf dem Weg zu einer Tiefflugübung aus 900 Metern Höhe auf das Wohngebiet gestürzt. Und dann sind erstaunlicherweise in dieser Region, natürlich wurde alles wieder aufgebaut und heile gemacht, ne? Aber in dieser Region sind dann viele missgebildete Kinder geboren, Föten abgegangen in Remscheid-Asten. Ja. Es sind Leute an Krebs und Leukämie weit über den Bundesdurchschnitt erkrankt und gestorben. Und es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die eben verzweifelt versucht hat. Es gibt inzwischen einen hervorragenden Tatsachenroman von einer Frau, die das 25 Jahre war, sie Leiterin der Bürgerinitiative, das ist die Veronika Wolf, die hat sicher nichts dagegen, dass sie hat, die hat diesen Tatsachenroman geschrieben, Schweigende Stadt, und das sagt eben alles, es wurde alles, der Mantel des Schweigens, darüber gewonnen. Und alle haben eben versucht, man hat nie was gefunden. Obwohl der Frau wurden Sachen, die ging am Morgen, klingelte es, dann guckte sie raus und da war niemand da, aber an ihrer Türklinke hing eine Plastiktüte und in der Plastiktüte guckte sie hinein, ein Urangeschoss von der A10, das jemand gefunden hat. Dann sagte sie, oh Gott, was mache ich denn damit, und hat es irgendwo versteckt in ihrem Gartenhäuschen. Mhm. 2 Tage später kam ein Trupp von Amerikanern und haben gesagt, wir haben gehört, sie hätten ein Geschoss gefunden, ein Uran. Wir müssen das beschlagnahmen. Falls sie das nicht freiwillig herausholen, werden wir das ganze Haus auf den Kopf stellen. Und wir versichern ihnen, wir werden es buchstäblich auf den Kopf stellen, bis wir das Geschoss gefunden haben. Dann hat sie es freiwillig hergegeben und so weiter. Ihr wurde dann der geheime Untersuchungsbericht zugespielt. Dann wurde sie nach Spangdahlem ins Hauptquartier, vor Generälen musste sie Bericht erstatten, wurde eingeladen nach Washington, da ist sie dann aber nicht hingefahren, weil sie gesagt hat, nee, wenn ich da hinfahre, dann verschwinde ich irgendwo in Guantanamo, das mache ich nicht. Aber sie hat diesen Tatsachenroman geschrieben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das Stück gelesen und ich habe es in einem Ruck durchgelesen. Es ist so spannend, es ist ein Polit-Thriller, wirklich wahr. Da mache ich gern Werbung für Veronika Wolf, Das Schweigen der Stadt. Schweigende Stadt. Ich weiß jetzt schon, dass die Google-Suchen gleich hochgehen bei diesem Thema. Ja. Sie hat auch, glaube ich, keinen Verlag gefunden, aber das Buch hat natürlich so eine IBSN-Nummer oder so. Man kriegt das, sie hat das selber, glaube ich, gemacht, aber sie hat mir schon, ich habe mit ihr kurz gesprochen, gesagt, in Remscheid geht das rasend weg. Und das wünsche ich, Herr Wagner, auch, weil das ist Aufklärung. Wir lächeln jetzt auch bei dem Thema ein bisschen, obwohl es eigentlich gar nicht zum Lächeln ist. Aber so, was können wir denn jetzt außer Aufklärung bei dem Thema überhaupt machen? Eigentlich gar nicht viel, oder? Das Schlimme ist, ich selber
versuche ja seit 2004, seit der Sendung und seitdem man mich mundtot machen wollte, aufzuklären. Und ich bin natürlich froh, dass mich jetzt nur Wieso TV wieder mal eingeladen hat. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ja viele preisgekrönte Filme auch gemacht, ne? Aber mich kannte niemand. Und darum möchte ich jetzt eine kleine Geschichte kurz vielleicht zum Abschluss sagen. Jetzt passiert es mir laufend, dass ich meinetwegen in Köln in der U-Bahn fahre, weil ich zum Bahnhof gehe. Dann tippt mir jemand auf die Schulter, dann drehe ich mich um und da steht da ein hübsches Mädchen und eine sichtbare Studentin und sagt, sind Sie Herr Wagner? Und ich sage, ja, wieso? Ja, ich habe bei Wieso TV Ihren Film Todesstaub gesehen und das Interview auch und ich finde das toll, was Sie machen und so. Und solche Sachen sind mir passiert in Köln am Chlodwigplatz, in München, in der U-Bahn, am Stachus und so. Also durch Wieso TV ist auch mein Gesicht ein bisschen bekannt geworden. Mhm. Und das ist gut so, weil ich finde eben, via Internet können wir jetzt noch was erreichen. Und was man eben, selbst mit meinen kleinen Vorträgen, wenn ich so durch die Republik getingelt bin, ich habe knapp 300 Vorstellungen gemacht und habe mal überschlagen, da habe ich mindestens 20.000, 25.000 Leute aufgeklärt. Und das sind ja jetzt Multiplikatoren. Mhm. Jetzt nicht gerechnet, die den Film auch noch gesehen haben. Mhm. Das sind ja allein im Internet weit über 100.000. Ne? Ja, ja. Und das ist eben etwas, da muss ich sagen, da hatte nur Wieso TV auch einen guten Riecher, das via Internet, weil ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Diese Macht, die das Internet hat, ich unterschätzt. Und ich bin aber glücklich und froh, dass wir da was, da können wir noch was machen und da müssen wir noch mehr machen. Deswegen sitzen wir hier. Deswegen finde ich super, dass Sie gekommen sind und ich sage vielen, vielen Dank für dieses ja, ein wichtiges Gespräch auch. Ja. Ihnen toi 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 für alle Ihre zukünftigen Filmprojekte noch. Mal schauen, wie meine Filmkarriere da so weitergeht. Aber es würde mich freuen, vielleicht kommen wir irgendwann mal in der Zukunft zusammen. Gerne. Also toi toi toi, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal dann hoffentlich. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Ja, liebe Zuschauer und vielen Dank fürs Interesse. Ein hartes Thema, Veronika Wolf, das Schweigen der Stadt. Vielleicht googelt ihr das mal und schaut mal nach in diesem Buch. Und auch wenn es nicht einfach ist, aber wir machen weiter. Und Wieso und Steinzeit und alle unsere Kollegen, wir machen es ja aus einem Grund. Wir wollen einfach, dass es besser wird. Und ihr könnt uns dabei helfen. Und wir sagen danke für die Unterstützung. Ich sage danke fürs Zuschauen und vor allem bis zum nächsten Mal. Alles Gute.